Moin Moin alle zusammen. Ja, hier bin ich wieder. Meine Modellbahn-Winterpause ist vorbei und ich bin wieder bereit für neue Videos, neue Bastelvideos hier auf meinem Kanal. Ja, es ist Frühjahr und die Saison beginnt wieder hier auf meiner Anlage. Ja, dieser Zug hier, der hat nichts mit dem eigentlichen Thema von diesem Video zu tun, sondern ja, ist nur eine kleine Einleitung. Ja, das war ein Zug der Bern Letzberg Sintlernbahn. Ja, da habe ich ja drei neue Wagen der BLS hier hinzugekauft. So, nun geht es aber gleich zum eigentlichen Thema dieses Videos. Noch einmal fährt der Zug hier vorbei. Und ihr seht da schon einen Bagger stehen. Ja, da tut sich jetzt gleich was. So, ein schöner, langer Zug. Einfach zu lang von meiner Anlage, aber das ist ja nun egal. Ja, und worum geht es hier jetzt? Das seht ihr jetzt. Ich habe mir im Jahr 2021 einen Bausatz eines Lasercut-Gebäudes mir gekauft und ja, ihr habt richtig gehört, im Jahr 2021, im Mai. Und den werde ich jetzt auf die Anlage stellen oder ja, es jedenfalls erstmal hier diese Baustelle vorzubereiten. Dazu muss ein Baum gefällt werden, ein Telegrafenmast muss umgelegt werden und das Fundament ausgehoben werden. Und natürlich muss auch ein Fundament gegossen werden für das Gebäude. Erstmal geht es hier dabei, um das Grünzeug hier von der Anlage zu kratzen. Wird natürlich vorher schön eingeweicht hier mit Wasser, damit sich der Klebstoff löst und damit auch dieser ganze Kram hier von der Anlage kommt. Aber das dauert etwas, ne? Das muss ja erst noch einweichen, bevor man das hier jetzt gleich entfernen kann. Also zuerst kommt hier der Baum an die Reihe, einmal kräftig hin und her geschüttelt und nee, es ist das Telegrafenmast. Ja, der lässt sich leicht rausziehen. So, und als nächstes kommt der Baum dran. Aber das seht ihr ja selber, muss ich ja nicht erklären, ne? Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund das Ticken der Uhr hört. Das ist meine Kurbelsuhr. Ich muss mal angucken. Nee, noch ist da ruhig.
So, als nächstes wird jetzt hier eine Knetmasse, eine Modellierknetmasse aufgetragen, so, damit das Gebäude einen schönen Halt hat. Und da seht ihr nochmal die Modellbau-Knetmasse. Das ist ein Produkt, was ich hier öfters mal verwende. Noch schön glatt streichen. Wird nachher ziemlich hart werden. Kann das auch dann auch noch mechanisch behandeln. Zum Beispiel auch Löcher durchbohren, um die Beleuchtung anzubringen. So, und gleich werde ich erstmal das Gebäude hier probehalber aufstellen. Da seht ihr jetzt das Schmuckstück. Ja, dieses Gebäude habe ich, wie gesagt, im Mai 2021 gebaut. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, aber ist bisher nicht gezeigt. Wenn es gewünscht wird, kann ich das ja auch nochmal freigeben. Das ist ein Gebäude aus, ein Lasercut-Gebäude von der Firma Modellbahn Union. Und als nächstes werde ich Bilder hier zeigen, wo ich diese Arbeiten hier an diesem Gebäude dokumentiert habe. Da sieht auch das eingeblendete Datum, 7.05.21. Das Stuttgart 21 und der Berliner Flughafen wurden ja auch nicht so schnell gebaut. Also ist ein Jahr doch eine gewisse schnelle Zeit gewesen. In den nun folgenden Bildern zeige ich nochmal einmal auf der linken Seite das Lasercut-Modell und auf der rechten Seite einen Plastikbausatz von Faller. Da habe ich auch mal rumgedoktert, den habe ich auch gealtert und da habe ich jetzt eine Blockstelle rausgemacht. So, hier nochmal ein paar schöne Bilder. Hier in der Morgensonne. Das ist immer sehr schön, wenn man eine Anlage hier in einem lichtdurchfluteten Raum hat. Da kann man sehr schöne Fotos machen. So, jetzt zum Schluss lasse ich nochmal hier einen Zug vorbeifahren. Schön gezogen von der E41, der Baureihe 141. Mit einem angehängten Schnellzug.
Und damit geht das Video gleich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Ich kann es ja nicht jedem recht machen. Also, ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich auf die neue Modellbahn. Saison 2022.